General Martin, wir sind mehrere Szenarien durchgegangen und wir glauben jetzt, dass Carlos Ontiveros und seine paramilitärische Aguila 7-Gruppe das gestohlene Guardrail 9 benutzt, um unsere Kommunikation so lange zu stören, bis er die Sympathie der Weltgemeinschaft auf seine Seite gebracht hat. Und vielleicht, um Nashsa zu sabotieren. Kurz, wir glauben nicht, dass Ontiveros den Präsidenten tot sehen will, ebenso wenig wie wir. Verstanden, aber ich glaube es nicht, bevor VIP 1 nicht im Weißen Haus sitzt. Captain Salvatore, erwarte einen Lagebericht. Wir sind nach wie vor zahlenmäßig überlegen, aber ich weiß nicht, wie lange noch, Sir. MTB, geben Sie Ihre Ankunftszeit durch. Captain Salvatore, wir sind mit Captain Mitchell zu Ihnen unterwegs. Leiten Sie mich ein? Sie müssen außerhalb des Bereiches aussteigen. Hier ist es zu eng und zu heiß. Wir registrieren starke Aktivitäten. Willkommen im heißen Teil der Hölle, Captain. Seien Sie auf starke Feindaktivitäten gefasst. Salvatores Position zu erreichen. Anschließend sichern Sie VIP ein. Ziel eliminiert. Unterstützung. Sie sind überall. Wir haben Verluste. Nur noch zwei Einsatz. Ziel am Boden.
aquí estoy! ¡En posición, señor! ¡Te sigo, ahora voy! Eliminiert. Ziel eliminiert. Nicht gut. Wirklich nicht gut. General, sind in Position und müssen sofort evakuiert werden. Salvatore ist getroffen. Sieht böse aus. Sein Team wurde eliminiert. Überall Leichen. VIP-1 ist nicht hier. Wiederhole, keine Spur von VIP-1. General Martin, Ihre Männer am Boden sollten jetzt Infos zur letzten Position von VIP-1 auf dem HUD haben. Es gibt eine Baustelle in Mitchells Nähe. Mitchell, Sie sind am Zug, Junge. Finden und sichern Sie VIP-1. Bin unterwegs, General. Ziel eliminiert. Ziel eliminiert.
General Keating, ich habe Männer am Bahnhof, die Guardrail 9 sichern. Mir wurde mitgeteilt, dass ein Teil der Anlage fehlt. Das Ding nennt sich Transcom. Transcom ist das Herz von Guardrail 9, General. Es kann praktisch jedes drahtlose Kommunikationsnetzwerk erfassen und dort eindringen. Was hat das zu bedeuten? Dass es noch nicht vorbei ist, Sir. Die haben das Transcom. Vielleicht stimmt es. Vielleicht gibt es wirklich einen von uns, der für Ontiveros arbeitet. Sie meinen einer von uns? Unmöglich. Eingehendes Video. Bereithalten. Und soweit wir das beurteilen können, führen die US-Kräfte gerade den entscheidenden Stoß in Richtung Zocalo, wo sie auf heftigen Widerstand von General Ontiveros treuen Truppen treffen, der sich im Inneren des Palacio Nacional verbarrikadiert hat, wo er verzweifelt versucht, internationale Hilfe und Unterstützung für seinen Staatsstreich zu finden. General Martin, falls Sie noch am Koffer interessiert sind, wir haben ein Satellitenbild, das eine derzeitige Position im Palacio Nacional zeigt. Er ist offensichtlich bei Ontiveros. Was kann Ihnen der Koffer jetzt noch nützen? Ich will das verdammte Transcom, egal was es ist. Negativ, Bulldog. Washington will zuerst den Koffer. Okay, los, los, los! Los geht's, Leute! Was ist das? Ziel eliminiert. Ghostleader, es gibt Probleme am Boden. Der Bereich ist gestört und wir haben keine Übersicht über die Feindkräfte. Gestört? Aber Mitchell hat das Guardrail bereits ausgeschaltet. Die Lage ist noch immer unübersichtlich, aber wir arbeiten die ganze Zeit daran. Captain Mitchell, wie ist Ihr Status? Ich erreiche gerade den Zocalo. Wir empfangen ein Signal aus einer festen Position in Ihrem Bereich. Wahrscheinlich ein Störsender. Der Ort sollte jetzt auf dem HUD angezeigt werden. Mitchell, Sie müssen den Störsender neutralisieren. Überqueren Sie den Platz. Finden und zerstören Sie das Ding, Captain. Roger, unterwegs. Okay, Scott. Ihr neues Ziel lautet, die Störquelle zu finden und zu eliminieren. Viel Glück.